Was wünscht ihr? Schon auf dem Denn Weg. Denn bevor die Angriffe da groß genug werden können, um uns überhaupt irgendwie gefährlich werden zu können, werden wir die Lager schon zerstört haben. Auf mein Zeichen. Was hat denn Tronk Schönes in seinem Inventar gehabt? Ein Rauchquarz. Was machen wir denn mit einem Rauchquarz? Ich weiß es nicht. Hier laufen ziemlich viele Späher von den verschiedenen Lagern herum. Wenn wir jetzt mal in unsere Quest gucken, heißt es hier, vernichtet das alte Hauptquartier, das Lager am See und das Nachschublager. Also da sind diese drei großen Lager, von denen einer auch gesprochen hat. Ja, vorwärts. Das ist schon mal erledigt. Stufe 7 geworden. Zu euren Hussa. Greift sie an. So, die Getreidefarm hat sich auch schon sehr ausgezahlt. Guckt mal, wie viel Nahrung wir hier haben. Und die beiden Rinderzuchten arbeiten auch auf Hochtouren. Und da ist gleich die Akademie fertig. Auf mein Kommando. Zu Befehl. Der Goblin-Schlitzer sagt Übungsdonnerkeule. Oder Dornkeule. Alles klar. Donnerkeule ist auch nicht schlecht. Auf mein Zeichen. Hier hätten wir noch ein sehr großes Fischvorkommen. 900 ist schon nicht wenig. Und dann hätten wir hier auch ein Eisenvorkommen. Und zwar ein sehr großes. 2400. Würde für uns dann eben 4800 machen, da wir das natürlich mit der Schmelze dann kombinieren würden. Also definitiv sehr gut. Dieser Westmann-Barbar lässt sich offenbar nicht beirren. Erwarte Befehle. Augen offen halten. Ja, vorwärts. Dieser Utran-Kriegsmagier ist echt stark. Stehe bereit. Alles klar. Hier, sofort. Stehe bereit. Wird sofort auf mein Kommando. Unsere Truppen sind wieder versammelt und wir könnten einen Angriff hierauf wagen. Bandit mit Kurzschwert. Feuermeister. Oh. Feuermeister ist natürlich dann so, wo man denkt so, klingt gefährlich. Ist aber ein schlechter Scherz, also ja. Keine Sorge. Wie wär's mit ein paar Klerikern? Bereit. Und los. Und hier setzen wir jetzt den Angriff fort. Ich sehe keinen Grund, warum wir uns hier zügeln sollten. Wir haben gerade die Stärke und wir sollten sie auch zeigen. Und los. Zum Angriff. Zero Chance. Vorwärts. Okay, das Eisenvorkommen ist hier verfügt im Prinzip über mich. Leer. Habe verstanden. Zu Dann würde ich meinen Männern empfehlen, einfach das hier oben zu nehmen stattdessen. Schon auf dem Weg. Zu Befehl. Unverzüglich. Ja, so, vorwärts. Geht rein. Eliminiert sie. Hier. Zeigt ihnen die ganze Stärke. Erwarte Befehl. Der Rune. Alles klar. Kein Kontakt. Bereit für den Kampf. Standhalten, Männer! Hier. Wunderbar, kein Problem für mich soweit. Gebt das Zeichen. Den können wir mal heilen. Allerdings haben wir dafür keinen Mana. Das ist halt die Scheiße, wenn man dauernd mit diesen Auren rumläuft. Man wird einfach kein Mana haben. Die Zone der Heilung können wir schon mal hier reinmachen. Alle verbündeten Einheiten im umliegenden Areal erhalten verlorene Lebenspunkte zurück. Das ist auch ziemlich cool. Erwarte euer Kommando. Interessant, dass mit... da wird es mir angezeigt. Sehr gut. Bereit. In die Schlacht. Auf mein Kommando. Oh, da kommen Banditen. Oh. Ich habe nicht genug Scharfschützen. Was tun wir? Wow. Übungskrieger im Elite-Armbrust. Noch ein Bandit, ein Schläger der Faust. Ein Wüter der Faust auf Stufe 3. So, hier ja, machen wir weiter. Ihr kennt es ja mittlerweile schon mit der Schmelze. Verstanden. Die Schmelze wird als erstes hier rangesetzt. Und zwar... Ja, so wird ist ganz sofort gut. Erledigt. Herr der Rune? Und dahinter dann gleich die Mine. Ja, vorwärts. Habe ich überhaupt irgendeine Einheit verloren? Es sieht nicht Schnell. Danach aus. Sofort. Beängstigend.
Mir nach. In dieser Truhe müssten interessante Runen für uns sein. Und außerdem haben wir hier jetzt den Pfad, der hier unten zu Hirre führt. Der zwei so ganz komische Waffen hat, die habe ich nie verstanden. Also ich kann mir keinen Auf Reim darauf Zeit, bilden, schnell. Was das überhaupt sein soll. Ich glaube aber, bei meinem ersten Playthrough bin ich da Auf gestorben. Meinen nach. Bei Hirr. Das war mein Vorwärts. Erster Tod. Deswegen wollen wir diesen Fehler nicht wiederholen. Und nehmen da ordentlich Einheiten mit. Hier sind natürlich auch ein paar Orks. Sollten aber keine Probleme darstellen. Aber ihr merkt eben halt schon, hier ist überall alles voll. Mit der schwarzen Faust. Ja? Ihr macht die Mine. Da an die Arbeit. Gut. So, dann haben wir da noch ein großes Vorkommen an Fisch. Wobei ich das, glaube ich, jetzt erstmal Befehl. Nicht nehmen würde. Folgt mir. Wir können jetzt mittlerweile das mittlere Haupthaus benutzen, um unser Einheitenlimit zu erhöhen auf 40. Wir können gleich die Schockwelle machen. Na, der kann Zaubersprüche, der Typ. Hier. Und ist nicht zu unterschätzen, er hat eine einfache Zauberkugel und den Zauber Amok. Folgt mir. Sehr gut für einen Mentalmagier. Hier haben wir den einfachen Metallhelm, das Kettenhemd aus vergangenen Zeiten und die einfache Zauberkugel. Wir sind ja eine Stufe Sofort. Aufgestiegen. Schnell. Daher werde ich da jetzt mal die Punkte verteilen. Wir lernen eine neue Fähigkeit, nämlich die weiße Magie Natur. Ja, wir werden alle Fähigkeiten der weißen Magie erlernen. Das ist wichtig. Und wir brauchen jetzt Weisheit und Charisma. Jetzt haben wir eigentlich schon alles Nötige, was wir bräuchten. Die restlichen nehmen wir auf Stärke. Schnell! Haltet sie ruhig ein bisschen auf. Ihr müsst hier nicht nett sein. Stehe bereit. Schickt sie zum Seelenfluss. Dazu seid ihr nicht angestellt. Auf mein Kommando. Und los! Oha, die wollen es wissen hier. Sie schlagen zu! Auf mein Zeichen, schnell! Was machen die hier für einen Kram? Einsatzbereit, alles klar! Kümmert ihr euch mal bitte um die beiden. Wobei da gerade ja auch ein kleiner Trupp nachentstanden ist, den ich auch noch benutzen könnte. Aber neue Fähigkeit verfügbar. So muss es auch funktionieren. Da kommt jetzt der Goblin Schlitzer. Hier. Der ist tot. Können wir irgendwelche Ausrüstungsgegenstände austauschen, die sinnvoll wären? Wir könnten. Verstärkt die Verteidigung! Den Sternenring könnte ich vielleicht nehmen, der ist ganz gut, aber ansonsten sehe ich da jetzt nichts, was ich unbedingt nehmen muss. Auf mein Kommando. Also lassen wir das erstmal. Erwarte euer die Kommando. Die kommen mit hoch. Bin unterwegs. Inklusive euch. Und dann werden wir das nächste Lager angreifen, der schwarzen Faust. Wir werden sie gar nicht. Damok Twonk, Elia Twonk, Stufe 8. Alle die gleiche Hackfresse, Fünflinge. Da werden also noch ein paar kommen. Und Teil einer Nebenquestreihe. Brandel Twonk. Jetzt tauchen sie auf einmal alle auf. Ja. Ihr werdet nicht lange auf Spaß an eurer fünf und an euren Geschwistern haben und Für an euch. Die Schlacht zu. Schlachtruf. Bleibt standhaft. So, und da ist Darmortfunk tot und übrig bleibt nur sein Kopf und Priester Martikus. Außerdem hier neue Rüstungspläne bzw. neue Gebäudepläne und Einheitenpläne, die Rüstkammer, das große Haupthaus, den Landsknecht und den Paladin. Auf mein Zeichen. Man sieht übrigens hier jetzt direkt, dass Sergeant Einar eine Quest für uns hat. Und mit ihm sollten wir deswegen mal kurz sprechen. Wie steht es? Was ist mit diesem Kopf? Wessen Kopf ist das hier? Ja, das mache ich jetzt mit jedem. Immer wenn ich jemanden umbringe, dann köpfe ich ihn und zeige ihm den Kopf Einar. Wer ist denn das? Wer ist es? So heißt doch das Spiel. Wessen Kopf ist das hier? Dies war einer der Twonks. Fünf Brüder, die Brannigan dienen. Verdammt gefährliche Burschen.
Würde mich nicht wundern, wenn sich die anderen ebenfalls hier in Schattenhain herumtreiben. Eine hohe Belohnung wurde für den ausgesetzt, der sie alle fünf zur Strecke bringt. Ich werde die Augen offen halten. Damor ist ein gefährlicher Krieger. Er führt den Kampf fast wie keins mehr. Sergi mag schwächer sein, doch er ist verflucht klar. Achtet auf seinen vergifteten Dolch. Bleib standhaft! Nutzt bloß eine Hand. Okay. Ragnar ist ein Schwarzmagier. Okay. Wir töten die da gerade alle im Hintergrund. Also Elia ist, glaube ich, schon tot. Und Brandel kriegt gerade auch sein Fett weg. Oder seine Armbrust weg. Leutnant der Faust, Stufe 7. Oh. Oh, oh, oh. Da sollten wir vielleicht etwas aufpassen. Wobei Stufe 8 löschen wir ja gerade auch ohne Probleme aus. Kopf von Brandeltwonk. Kopf von Elia Twonk und Silbermond. Bereit, mir nach. Eigentlich wollte ich jetzt nicht diese Kuschelmusik hören, aber okay. Schmeiß mir nachher mal in den Player rein. So, zerstört erstmal dieses Lager. Das Licht. Und dann sehen wir weiter. Großes Lager hier. Wo ist denn dieser Sergil Twonk? Runenmeister Stufe 7. Wow. Vorsicht, Sie sind hier. Erwarte Befehl verstanden. Oh, der Leutnant der Faust kommt raus. Da müssen wir auch ein bisschen drauf aufpassen. Oh ja. Wir brauchen mehr Truppen hier drüben. Da stirbt gerade ein bisschen was. Oh, ich habe hier auch noch welche. Marschbefehl. Wie viele sind das denn? Was ist denn jetzt hier los? Auf mein Kommando. Und los. Zu Befehl. Unverzüglich. Auf mein Kommando. Vorwärts. Okay, wir haben offenbar das wieder gewendet hier. Sehr wichtig und sehr gut. Hier haben wir ordentlich was an Loot und ein sehr großes Lager. Allerdings mittlerweile fast keine Leute mehr hier drin. Sie schlagen zu. Alles klar. Also zerstören wir es doch mal. Für das Licht. Einsatzbereit. Ihr geht darauf, ihr geht darauf. Bereit. Was hatte denn der Leutnant der Faust? Wieder ein Feuerstahlsäbel, der auch gut wäre für Vorwärts. Erwarte unseren Istvan. Auf meinen Befehl. Können Vorwärts. Wir ja gleich mal schauen. Die können mittlerweile auch kaum noch mehr was ernten. Weil es einfach zu viel ist. Bauen wir mal ein paar Mentalisten. Die können wir auch direkt hier hochziehen. Einen kriegen wir vielleicht noch zustande. Ein paar Rekruten hole ich auch noch dazu. Ja, sofort. Bleibt standhaft. Auf mein Kommando. Mir nach. Wir sehen, dass hier der Weg weiter ins Landesinnere führt des Schattenhains. Mir nach. Das heißt, wenn wir dieses Lager jetzt zerstören und unsere Truppen hier positionieren, das ist ein Hinterhalt. Dann haben wir erstmal keine Probleme mehr. Zone der Heilung gucken wir uns mal an. Ah ja. Auf mein ein AOE-Heilzauber, wenn man auf so will. Meinen Befehl. Symbol der Geweihten. Dieser Ort hier wird später übrigens noch wichtig. Da ist tatsächlich später noch die etwas. Die Rune ruft auf dem Weg. Was wünscht die Rune? Was sagen die hier? Ring der Stimmen, Nebelquarz, Auslöschung und Schild der Runen. Verstanden. Einsatzbereit. Da sehen wir schon den nächsten, einen Goblin Schlitzer. Gebt das Zeichen. Bereit. Mir nach. Es ist schön, wenn sie wirklich nur noch von einer Richtung kommen können. Zu euren Diensten. Einsatzbereit. Der ist alles eliminiert, klar. Okay. Alles klar. Sehr gut. Was man übrigens ganz stark merkt, finde ich, ist, dass die Menschen einfach eine sehr vielseitige Rasse sind. Die haben irgendwie von allem etwas.
von allem eine ganz passable Einheit, die man nutzen kann, aber es ist jetzt halt nichts, wo ich sagen würde, die Menschen haben da eine große Stärke oder da eine große Stärke. Sie sind sehr vielseitig, was sich vor allen Dingen daran zeigt, dass sie eben gut an Nahrung kommen. Aber ansonsten keine besonderen Stärken. Reden wir nun mal mit einer. Wie steht es? Ich hoffe, ein guter Kampf, Runenkrieger, aber noch ist es nicht vorbei. Ihre Lager spannen sich über den ganzen Weg von hier bis Schiel und ihre Speer haben die Schlacht mit Sicherheit bemerkt. Wir müssen schnell weiter vorstoßen. Im Nordosten liegt ein weiteres Monument. Dort könnt ihr eure Truppen verstärken. Dann kann uns nichts mehr aufhalten. Okay, im Nordosten also. Das Monument sehen wir nicht. Keine Ahnung, warum jetzt dieses Stück Land hier aufgedeckt wird. Einen wirklichen Sinn erkenne ich darin nicht. Wir werden jetzt erstmal unsere Truppen nochmal verstärken. Und was wir ja auch machen können, wo wir gerade dabei sind, ist, warte mal, wir haben auch irgendwo noch Arbeiter. Wo sind denn die? Da. Ja? Wir haben ja diese Einheitenpläne bekommen. Und die würde ich dann einfach mal direkt hier einfügen. Wir haben nämlich bekommen die Rüstkammer und das große Haupthaus, was die finale Tierstufe der Menschen freispielt. Außerdem haben wir den Landsknecht, der hier hin muss. Und den Paladin, der hier hinkommt. Der Landsknecht ist eine starke Nahkampfeinheit. Und der Paladin ist auch eine starke Nahkampfeinheit, die außerdem auch noch über Magie verfügt. Wir werden jetzt als erstes mal das große Haupthaus bauen, damit ihr das mal gesehen habt. Es ist schon ziemlich gewaltig. Es hat ziemlich große Ausmaße. Und muss deswegen dahin gebaut werden, wo wir natürlich genügend Platz haben. Erwarte euer Kommando. Euch ziehe ich alle mit Augen hoch. Augen offen halten! Jetzt sollten wir auch gleich genug Nahrung haben, um ein weiteres Mal unser Einheitenlimit zu erhöhen. Sehr gut. Und dann können wir gleich tatsächlich auch mal anfangen, hier Landsknechte und Paladine zu bauen, wenn wir das Area dafür haben. Bei dem Landsknecht heißt es hier gepanzerter Nahkämpfer mit Hellebarde und schwerer Eisenrüstung. Und bei dem Paladin heißt es Nahkämpfer mit Langschwert, Schild und schwerer Eisenrüstung. Zauberaura der Flinkheit, höhere Trefferquote und göttlicher Zorn. Sie sind also besonders schlagkräftig auch gegen die Untoten, die wie gesagt im Laufe des Spiels oft genug kommen werden. Mit denen werden wir oft genug zu tun haben. Jawohl, alles klar. Also eine wirkliche Verstärkung. Ja. Mit euch marschieren wir jetzt schon mal runter. Und gucken, was uns dort erwartet. Wir haben noch das Lager am See und das Nachschublager. Tiaras Flamme! Was ist das? Seht doch! Hinter der Brücke! Verflucht, dieses Bollwerk wird schwer zu nehmen sein. Diese Bastarde sind fleißig gewesen. Doch ihr Fleiß wiegt ihre Dummheit nicht auf. Sie haben die Welle nicht abgeriegelt. Sendet Armbrustschützen auf die Welle rechts und links, sobald wir über die Brücke sind. Positioniert sie über dem Durchgang und lockt ihre Nahkämpfer heraus. Der Bolzenhagel wird sie niederstrecken, bevor sie uns erreichen. So sieht es aus. Na klar, schon eine schlagkräftige Truppe, aber... Oh, da haben wir sehr Giltronk. Klar. Verstärkt die Deckung. Hieß es nicht, dass der klug ist? Schnell. War der Angriff auf diese zahlenmäßig weit fortgeschrittene Truppe klug, sehr Giltronk? Ja. Folgt mir. Das Ganze musst du jetzt mit deinem Kopf bezahlen. Vorwärts. Oh Gott. Folgt mir. Ron Weasley lässt grüßen. Eine Riesenspinne, Takra, Level 7. Greifen wir sie an. Sie hat auch schon einige Opfer gefunden, wie mir scheint. Sinven Silberblatt. Und da haben wir tatsächlich das Monument der Menschen und einen Seelenfelsen, den wir auch aktivieren müssen. Sensenkriecher Stufe 9. Okay, jetzt wird's ekelhaft. Die Schädlingsbekämpfung hat hier offenbar bereit. Ein bisschen versagt. Mir nach. Auf mein mir Kommando. Nach. Bereit. Und los. Oh, 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 der Beulenmacher. Er sieht mich. Auf mein Zeichen. Schnell. In die Schlacht. Hier. Attackiert. Und hier sehen wir eben
Feuerwerfer der Faust, Schläger der Faust, allerdings Stufe 1 hier vorne. Und hier hinten dann eben noch die größeren Truppenverbände. Halten wir doch erstmal einen kleinen Plausch mit Zenven. Da haben wir das große Haupthaus. Ja. Wir brauchen noch die Rüstkammer. Ärmel hoch. Und hier sieht man Folgendes. Jede Rasse ist in der Lage, einen Titanen zu beschwören, der besonders mächtig ist. Der Titan der Menschen ist ein großer Greifenreiter. Und wie ihr seht, kostet das einiges. Man kann den Titan außerdem noch upgraden, wodurch er noch stärker wird. Wir können aber immer nur einen Titanen zur Zeit haben, also mehr geht nicht. Wer seid ihr? Ein Gesandter des Ordens auf dem Weg nach Schiel. Dann kann ich euch nur Elends Segen und alles Glück der Welt wünschen, Freund. Ihr werdet es brauchen. Ich bin Sinwin. Willkommen im Schattenhain. Einst einer der schönsten Gärten Elends. Und nun? Was ist geschehen, Sinwin? Brannigans Horde treibt in diesen Landen schon lange ihr Unwesen. Doch früher waren sie nur gemeine Räuber und Diebe. Jetzt haben sie neue Waffen, neue Rüstungen, neue Befehlshaber. Hab ich schon mal gehört. Ich war hier zu Gast, um die Reste für mein Bannwerk zu erwerben, als die Horden aus dem Osten wie eine Sturmflut über uns hereinbrachen. Sie brannten die Heimstatt nieder und erschlugen viele meiner Schwestern. Doch ihr konntet fliehen? Oh, ich floh nicht vor dem Kampf, wenn ihr das meint. Brannigan ließ einige von uns gefangen setzen. Als Geiseln sollten die Schwestern aus Elonie Rache suchen. Sein Unterführer Ronk legte uns in Ketten. Und wir wurden wie Vieh zur Schau gestellt. Als ein Trupp Utraner ihre Lager angriff, konnte ich fliehen. Doch viele meiner Schwestern werden dort noch immer gefangen gehalten. Da müssen wir sie auf jeden Fall befreien. Wo werden eure Schwestern gefangen gehalten? Im Lager, nahe dem Portal nach Schiel. Seitdem die Utraner durchgebrochen sind, hat Ronk dort seine Truppen verstärkt. Meine Schwestern sind direkt vor seiner Unterkunft angekettet. Nicht mehr lange. Eure Schwestern werden bald frei sein. Das verspreche ich euch. Seht euch vor, Ronk ist grausam. Er wird sie eher töten, als sie freizugeben. Wenn ihr sein Lager angreift, müsst ihr schnell handeln. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber was ist mit diesem Bannwerk? Was ist das für ein Bannwerk, von dem ihr spracht? Es sind zwei besondere Gegenstände, die ich fertigen möchte. Zum einen ein Ring, Nachtglanz. Ich hatte bereits alle Bestandteile dafür zusammen. Zum anderen eine Bannmaske. Was ist denn mit dem Ring? Was hat es mit diesem Nachtglanz auf sich? Nachtglanz ist ein edler Ring aus dunklem Stein. Er wird aus Rauchquarz geformt. Anschließend werden Mondsilber und Sternenfeuer hineingewebt. Er ist vor allem für Zauberer geeignet und bietet Schutz gegen Magie. Wenn ihr mir die Bestandteile wiederbeschafft, so will ich ihn gerne als Dank für unsere Rettung für euch fertigen. Was ist mit der Maske? Eine Bannmaske? Sie ist nicht schwer herzustellen, wenn man die Bestandteile dafür hat. Ein Edelstein des ewigen Feuers wird gemahlen und mit der Essenz des Kriecherblutes auf einen Trollschädel aufgetragen. Das klingt nach dunkler Magie. Recht ungewöhnlich für eine Elfe. Die Kräfte der Natur und die Kräfte des Todes liegen manchmal eng beieinander. Der Tod ist auch nur ein Teil der Natur. Die Bannmaske eignet sich vor allem für Kämpfer. Sie schenkt ihnen Kraft und Schutz. Wenn ihr mir die Zutaten bringt, werde ich sie für euch anfertigen. Das bin ich euch schuldig. Tja, Sinwin, da hast du dich gerade nochmal so rausgeredet. Und da sieht man schon, dass hier tatsächlich sehr, sehr viele von diesen blöden Goblins herumlaufen. Und auch hier sind jetzt mittlerweile ein paar Leute eingedrungen. Aber das ist nicht weiter schlimm, denn wir werden jetzt einfach ein paar Lanzknechte bauen. Die von hinten wieder zerschlagen werden. Die werden das Feld von hinten aufräumen. Hier haben wir jetzt die Rüstkammer und hier könnten wir die Paladine verstärken. Nämlich dadurch, dass sie ein Flammschwert und eine hohe Resistenz gegen Feuer bekommen. Da kommen unsere Landsknechte. Erwarte euer Kommando. Da würde ich sagen, baue ich direkt mal 10 Stück. Und wir haben jetzt das hier wieder abgeriegelt. Wir werden alle Zutaten, die wir brauchen, hier auf der Map auch finden. Wir sehen hier schon bei Bannwerk, dass wir Silbermond schon haben. Das haben wir, glaube ich, von einem der Twonk-Brüder gekriegt. Rauchquarz haben wir und den Edelstein des ewigen Feuers müssten wir eigentlich von der letzten Map schon bekommen haben.
Das muss ganz schön rumsuppen, wenn wir so ein Inventar voll von Schädeln haben. Erwarte euer Kommando. Jawohl. Sehr gut. Die Landsknechte natürlich wesentlich stärker gepanzert als die Rekruten. Und auch kampfstärker. Bereit für den Kampf. Ein Teil des Trupps werde ich mir jetzt nehmen. Zu euren Diensten. Dann werden wir hier mal das Hinterland ein bisschen erkunden. Hier haben wir außerdem die gefangen genommenen Elfen und Ronk, den Unterführer von Brannigan, auf Stufe 8. Bereit für den Kampf, alles klar. Ja, haltet den Schläger der Faust ruhig mal auf. Ihr müsst euch nicht zurückhalten. Erwarte Gebiet euer sicher. Alles klar. Erwarte Befehle. Befehl so, verstanden. Ruckzuck eliminiert. Erwarte euer Kommando. Diese 10 werden auf jeden Fall für eine Kampfstärkung sorgen. Oh, der Messerstecher, der will's wissen hier. Ja, die Truppen, die jetzt mittlerweile kommen, sind natürlich zahlreicher. Weil sie eben gemerkt haben, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber das wird uns nicht aufhalten. Kommt ruhig. Ihr werdet nur dafür sorgen, dass ich noch mehr Erfahrungspunkte bekomme. Durch das große Haupthaus können wir nämlich unser Einheitenmaximum jetzt noch weiter nach oben treiben. Bei dem mittleren Haupthaus geht das nicht mehr, aber bei dem großen Haupthaus steht jetzt hier 50 bis 60, da brauchen wir 2000 Nahrung. Und nichts leichter als das. Wir könnten beispielsweise ja das Fischvorkommen noch einnehmen, sodass wir da ordentlich was bekommen. So, jetzt haben wir hier Skelette. Einen Lebenssauger auf Stufe 7. Hier haben wir den Herrn der Skelette auf Stufe 9, ein Amok-Skelett auf Stufe 9, wieder einen Lebenssauger und ein Feuerskelett auf Stufe 9. Auf meinen Befehl. Schlagt sie zurück! Schnell! Sehr gut. Greifen wir sie an und greifen wir vor allem den Herrn der Skelette an. Aura! Verstärke meine Männer! Auf dem Weg! Istvan, kümmere dich um den Lebenssauger. Verstärkt die Verteidigung! Eliminiert. Bereit. In die Schlacht zu befehlen. Oh Gott, Istvan muss leider ziemlich einstecken, aber wir haben die göttliche Heilung. Auf mein Zeichen. Für die Freiheit. Einsatzbereit. Bleibt standhaft. Bereit. Ja, das ist nicht ohne hier mit den Skeletten. Da muss man echt ein bisschen Acht geben. Bereit für den Kampf. Wir können schon ein bisschen was. Marschbefehl. Schlagt sie zurück! Die nehmen halt auch weniger Schaden gegen Stichwaffen und sowas alles. Also im Nahkampf sind die meistens recht schwer, beizukommen. Hier können wir jetzt auch mal Verstärkung rufen. Landsknechte. Ja. Sehr gut. Und auch hier bekommen wir einen Stein des ewigen Feuers. Wir hätten also jetzt 2 im Inventar. Später werden wir auch noch einen brauchen. Vorwärts. Das ist erstmal geschafft. Als nächstes steht hier der Sensenkriecher auf dem Speiseplan, aber wir haben hier noch etwas, was wir looten können. Aura der Streiter, Ring der Gedanken und ein Birkenstab. Das ist ganz interessant, dass man manchmal eben hier so Leichen irgendwie herumliegen hat, die man auch looten kann, die nicht glitzern, so wie es normalerweise der Fall ist. Also da sieht man eben nicht sofort, dass man Loot hat. Da kommt mein kleiner Trupp. Da kommen auch schon wieder die Gegner. Irgendwo müsste hier auch der letzte Tonk-Brüder sein. Aber darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist. Ja, der sofort. Sensenkriecher ist unser nächstes Opfer. Ziemlich groß, der Gute. Man könnte fast etwas Respekt bekommen. Aber das brauchen wir nicht. Denn wir werden so mit ihm fertig. Ja,
Ja, der macht schon ein bisschen Schaden. Verstärkt die Verteidigung. Heilung. Allerdings können wir bei ihm fast vollen Nahkampfschaden machen. Anders als bei den Skeletten. Sodass wir ihn mit konzentriertem Fokusfeuer schnell erledigt haben. Wir haben das Kriecherblut hier. Mentalistin Iolan. Und den Trainingsbogen. Folgt mir. Vorwärts. Jetzt können wir noch hier einmal rumschauen. Hier haben wir die junge Felsenspinne. Stufe 2. Und hier haben wir ein paar Leichnamen, die wir nehmen können. Ja, guck mal. Also mittlerweile glauben die schon, dass sie sich ein bisschen was rausnehmen können. Hier bin ich. Euch nehmen wir mal mit nach oben. Dort entlang. Dann bauen wir nämlich hier noch ein Nahrungslager und eine Fischerzunft. Dann verbessern wir da nochmal unsere Nahrungsproduktionszone der Heilung. Hatten wir ja schon. Und den wattierten Wappenrock. Auf meinen Befehl. Vorwärts. Nebelquarz. Folgt mir. Vorwärts. Eine Elfe liegt hier. Nagelkeule und der Glaubenshelm. Und los. Für den Orden. Wie war das mit dem Super Chris? Die schlagen zu. Sofort. Für die Freiheit. Sumpfspinne ist Stufe 3. Also da sieht man eben die Steigerung. Wald, Fels und Sumpfspinne sind immer von der jeweiligen Stufe eine auseinander. Geschoss wegen der Gedanken. Nebelquarz. Nebelquarz haben wir viel hier. Mana-Ring, Zone der Heilung und Heilung Stufe 3. Sofort. Schnell. Weiß gar nicht, wie weit wir bei der Heilung waren. Okay, das war auch schon Stufe 3. Es wird vergebens sein, was ihr hier versucht. Verfügt über mich. Wollte das nur mal gesagt haben. So, die Fischerzunft ist recht groß. Machen wir denn mal das Nahrungslager. Zusammen kriegen wir die hier leider nicht hin, wenn wir das Nahrungslager hier hinsetzen. Und die Fischerzunft dann hier irgendwie davor. Dort entlang. Was ist, wenn ich die hier hinsetze? Hier gilt sie leider nicht mehr, aber hier gilt sie. Gehen wir also wir müssen dann einfach hoffen, dass die auch hier vorne sammeln. Aber eigentlich müssten sie das. Eigentlich tun sie das. Ja. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal diese Aufnahme. Und beim nächsten Mal versuchen wir dann, der schwarzen Faust hier Einhalt zu gebieten. Denn die werden doch langsam etwas zu dringlicher. Allerdings sind, wie gesagt, unsere Truppen noch stark genug. Wer weiß, ob das in Zukunft noch so aussehen wird. Schaltet also beim nächsten Mal auch wieder mit ein, wenn es heißt Let's Replay Spellforce. The Order of Dawn. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.